Und da wären wir auch schon wieder. Enter, Play. Und wir haben noch unsere 5 von 5 Herzen, unsere Waffen, unsere Schleichfähigkeit. Da ist der Ausgang, ja. Das ist auch als Ausgang angezeigt, finde ich praktisch. Also ja, der Kompass zeigt uns immer zum Ausgang, aber ich gehe irgendwie davon aus, dass es zum Ausgang vom Dungeon zeigt. Also dem Dungeon. Aber das hier ist ja auch ein Dungeon und da ist der Ausgang. Aber genau, wir wollten da reinspringen und gucken, ob es andere Level gibt, also vom Design her, und andere Gegner. Und das geht nicht auf. Okay. Du hebst die Seele von Dagon vor das verschlossene Buch. Die Sphäre drückt gegen deine Finger und versucht, die lederartige Ummantelung des Buches zu berühren. Ein Wind beginnt zu heulen, als die eingeschlossene Seele in deiner Hand erzürnt. Als Dagons Zorn sich intensiviert, verschwindet die Macht, die das Buch zusammenhält. Es gibt einen Schlag, der den Raum erschüttert, und das Siegel ist gebrochen. Die Seele von Dagon beruhigt sich und es ist wieder einmal ruhig. Das Buch fällt auf und zeigt verstaubte Seiten in Eldritch-Glyphen gehüllt. Eine namenlose Furcht füllt dich. Die nächste Welt erwartet dich. Ich würde mich wirklich freuen, wenn es eine deutsche Version von dem Spiel geben würde. Also nicht für mich persönlich, sondern für euch. Weil das Übersetzen ist immer so hakelig. Da kommt bestimmt gut Stimmung auf, wenn man das Ganze einfach nur so im Kopf liest und nicht übersetzen muss. Aber ja, nächste Welt, gucken wir. Du hast das nächste Buch freigeschaltet. Bücher werden offen bleiben, selbst wenn du stirbst und dich wiederbelebst. Springen. Und es ist anderes Design. Sehr schön. Da können wir raus. Was wir auch machen werden, sobald es zu eng wird. Dann gehen wir einfach zurück in die erste Welt und... Ich sollte schleichen, glaube ich. Gehen wir einfach zurück in die erste Welt und grinden da ein bisschen. Das sieht sehr ägyptisch aus. Oh. Hallo, kleiner Mann. Ich sollte die Lean-Funktion mehr benutzen, ha? Hm, hm. Also ja, bisher haben die Gegner nur andere Farben. Zing. Ein Schlüssel. Ja, ist okay. Ist aber sehr stylisch mit den Drapes hier. Wie auch immer das... Oh. Ein Springbrunnen. Ja, ich habe nicht Fountain gesagt. Piu, piu. Oh, du hältst nur einen Schuss aus. Okay. Oh, neue Gegner. Und der hat mich gesehen, ha? Tot. Ich glaube. Oh. Die da loote ich nicht, die können schießen. Alles, was schießen kann, werde ich versuchen, nicht zu looten. Also beim ersten Mal natürlich, weil ich neugierig bin, was sie dabei haben. Aber danach nicht mehr, weil halt so ein fliegender Schuss doch recht unpraktisch sein könnte. Bist du tot? Ja. Was bist du für ein Seil? Was war das? Und was bist du für ein Seil? Du bist eine Falle. Was zur... Oh. Ich kann hochspringen. Also müsste ich da raufkommen, oder? Erst einmal löse ich... Oh. Entschärfen. Eine Patrone. Oh, das war eine Schussfalle. Okay. Jetzt versuche ich darauf zu springen. Und es klappt. Tripwire Gun. Okay. Alle hopp. So. Damit können wir jetzt Fallen auslösen. Fallen stellen. Will ich gleich mal testen. Nur leider haben wir jetzt keine Nahkampfwaffe mehr. Zing, zing, zing. Das hat sich nur bedingt gelohnt. Aber schon mal schön, dass es neue Ausrüstung gibt.
Also meine Befürchtungen, die ich am Ende der letzten Folge hatte, haben sich aufgelöst. Es gibt neue Level, es gibt neue Gegner, es gibt neue Ausrüstung. Alles super. Hier waren wir gerade nicht, oder? Nee. Da waren wir anscheinend auch noch nicht. Sonst wäre hier keine Pistole. Und kein Artefakt. Ich mag die kleinen Kapuzentypen. Oh oh, oh oh. Die zerbrechen. Sehr schön. Also nicht für uns, aber für mich als Spieler. Finde ich sehr interessant, solche Mechaniken. Also wenn irgendwas Unerwartetes kommt, ist immer schön. Oh. Ding, 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 ding. Aber ganz schön wenig Gegner. Wobei es allerdings ja auch das erste Level ist, ne? Also aus dieser neuen Welt, das passt schon irgendwie. Da hinten ist ein Schrein. Und ich kann schleichenderweise springen, das ist auch interessant. Also hier links von uns will ich hin. Was zur Hölle seid ihr? X. Das ist logisch. Das ist absolut physikalisch akkurat. Okay. Wow, okay. Das war nicht schön. Du bist nicht okay. Du bist absolut nicht okay. Muss ich die looten schnell genug? Ja, 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 nee. Ich kann sie nicht looten. Irgendwas ist absolut nicht okay mit den Jungs. Ich sollte hier weg. Und diese Tripwire-Gun will ich nicht mehr haben. Die ist zwar ganz schick, aber... Die verbraucht Pistolenkugeln, oder? 69 haben wir jetzt. 68 haben wir jetzt, ja, verbraucht sie. Das heißt, wohl zu fallen legen, wenn ich einfach so schießen kann. Oh, siehst da nicht sehr gut aus. Warte mal, ich schmeiß dich einfach auf den Boden. Das war doch mit Z. Ja. Und dich verprügle ich jetzt einfach. So, ich hätte gern... Oh oh. Die sind sowas von irritierend. Ja, ich hau dich. Find dich damit ab. So. Ah. Oh, 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 oh. Können schießen. Was kommt unerwartet? Oh, ich hätte nicht looten sollen. Okay, Echsen nicht looten, fliegende Augen nicht looten. Komische Spindeltür-Dürre-Typen, die immer wieder umfallen, wieder aufstehen. Überhaupt gar nicht erst angreifen, weil das ist Munitionsverschwendung. Also wir können sie hauen, aber nicht abschießen. Was ist das da oben? Oh, und ihr könnt Feuerballe schießen. Neuerdings. Und ich kann nicht hauen, während ich auf der Leiter sitze. Das ist ein Spielfehler. So. Dich sollten wir dann auch nicht looten, ne? Das ist nicht schön. Wir können jetzt was gar nicht mehr looten. Und ich brauche was zu essen. Ich habe hier hinten was zu essen gesehen. Du bist tot, du bist tot. Ich weiß, ich mache gerade schon viel Lärm mit durchlaufen, aber... Ah! Ich bin in meine eigene Falle gelaufen. So läuft das nicht gut. Ich würde ganz gerne... Ich will nach Hause. Oh, achso, das sind die. Also ich will jetzt raus. Ich will aus diesem Buch raus, zurück zur Bücherei. Da müssen wir was essen und wieder hierher. So. Also primär, damit wir überleben und unsere ganzen schönen Sachen nicht verlieren. Sekundär, um zu gucken, wenn wir jetzt hier rausgehen. Oh, du kannst damit. Wenn wir jetzt hier rausgehen und dann wieder reinkommen, ob wir genau in die gleiche Welt kommen. Oder ob die Welt sich erst resettet, wenn man stirbt. Oh, Essen.
So. Nichts zu essen, nichts zu essen. Ich will raus. Raus ist hier. Raus ist hier. Also ja, zweite Welt definitiv. Oh, eine Bank. Definitiv interessanter. So, wir haben 4 von 6 Leben. 5 von 6 Leben. Die hat sich nicht regeneriert. Okay, solange das Fleisch da ist, ist alles gut. So, 6 von 6 Leben. Bankkiste lassen wir da. Wir springen wieder in die neue Welt. Und wenn die Welt erhalten bleibt, dann müsste in der Nähe von uns eine Etage weiter unten eine Bank sein. Das sieht nicht so aus, oder? Doch, es ist genau die gleiche Welt. Oh, sehr schön. Persistente Welten. Jedenfalls, bis man stirbt. Das ist ein dicker Pluspunkt für mich schon mal. Also absolut immer random generated ist für mich nicht so toll. Jetzt müssen wenigstens teilweise Gebiete erhalten bleiben. So hat man auch das Gefühl, dass man was schafft. Oh, praktisch. Ach ja. Der arme kleine Kapuzenmann wollte nur einkaufen gehen. Was zur Hölle? Machst du das? Irgendwas hat gerade geknackt. Wow! Ihr kennt bestimmt alle Doctor Who. Das da war ein weinender Engel. Ein weinender Echsenengel. Ist, aber, ja, sehr schön. Es ist definitiv ein Horrorspiel. Also jedenfalls meine Kategorie von Horrorspielen. Bin ja nicht so der Amnesia und was weiß ich Spieler. Aber das hier ist, ja, schön. Hallo. Alle hier sind willkommen, Stranger. Ja, okay. Und solange die kaufen und dann sterben, ist alles gut für dich, ja? Andersrum magst du nicht. So, wir hätten gerne Schlüssel und sie kosten genauso viel wie beim anderen Shop auch. Jo. Komm, was haben wir? Springschuhe haben wir. Was haben wir hier? Stealth Boots. Diese Schuhe machen dich leiser. Nö, ich spring lieber hoch. Ja. So, du. Sobald ich mich umdrehe, wird er mich angreifen. So war die Logik. Also eigentlich, solange ich ihn nicht sehe, kann er sich bewegen. So, wenn ich mich jetzt umdrehe... Boah, Gottverd... Wenn ich mich jetzt umdrehe, kann er sich bewegen. Ich bin aber davon ausgegangen, dass er den normalen physikalischen Regeln beim Bewegen folgt und nur einen kleinen Schritt näher kommt und sich nicht hinter mich teleportiert und mir den Nacken beißt. So. Verrecke. Dummischer weinender Echsenengel. Ist er tot? Ich hoffe mal, dass du tot bist. Nee, da unten ist er. Aber es ist eine andere Etage. Ah, es ist übel. Okay. Bisher nicht gebissen, alles ist gut. kaufen. Kaufen. Du brauchst mehr Fleisch. So. Sehr geil. Das Spiel ist cool. So, wir wollen... Da oben war eine Bank. Ich will zur Bank. Das war die falsche Richtung zur Bank. Aber wo kommen wir hin, wenn wir da oben weiter... Ist da oben überhaupt was? Ja. Hier ist was. Vergiftete Früchte. Und ja, zwei Artefakte. Nee, komm. Also es steht toxic. Es ist giftig. Oder halt toxisch. Die Frage ist halt nur, ob sie wirklich jedes Mal einen Schadenspunkt abzieht. Und da wohnen sie komisch aus. Ob die wirklich jedes Mal einen Schadenspunkt abziehen oder ob die eine Quote haben. Also 3 von 5 heilen, 2 von 5 ziehen Lebenspunkte ab, zum Beispiel. Müsste man testen, wenn man wieder stirbt. Aber ich will jetzt nicht sterben. Und da ist ein neues Geräusch. Das heißt eventuell neue Gegner. Ah, jetzt ganz schön tief. Oh, die sollte mehr schleichen, ne?
Also irgendwo sind schon mal Echsenmenschen. Ich höre es zischeln. Und nein. Will nicht. Au. Oh. Du überlebst einen hinterrücksliegen Kopfschuss. Na gut. Dich hatten wir schon. Okay, hier waren wir schon. Genau, da waren wir noch nicht. Au! Feuerball. Doof, 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 doof. Da oben waren wir auch schon drauf. Ich würde gerne nach Norden. Und ich habe das Gefühl, wir müssen. Ich habe das Gefühl, dass wir bald. Ich habe das Gefühl, dass wir bald eine Etage nach oben gehen müssen. Ich will da nicht lang gehen. Dass wir bald wieder eine Etage nach oben gehen müssen, allein um die Munition zu holen. Weil ich werde jetzt nicht mehr viel im Nahkampf machen. Es gibt hier viel zu viele Gegner, die schießen können. So, ich will hier so runter. Und zum Ausgang des Levels. Oder zur Bank. Ham, ham. Drei Schüsse. Und nicht du. Klick. Klick. Warum kann ich ihn nicht abschließen? Kannst du da rein? Das ist unheimlich. Vor allem mit der Geräuschkulisse. So. Öffnen. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Ja, komm nicht lang. Klar. Da ist noch so ein Ding. Ich glaube, eine Statue hat sie gerade befreit. Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Ganz ruhig. Oh. Stehst du davon auch wieder auf? Jupp. Nicht schön. Kleiner rotes Ding, ist okay. Ausgang. Ausgang klingt. Ah, wohl den Zauber würde ich noch gerne angucken, was das für einer ist. Dazu muss ich nur irgendwie dahin kommen. Zisch, zisch, heul, stampf. Ja. So, hoch. Hier wieder runter. Glaube ich. Nee. Ich muss ganz unten links runtergehen. Hier ist gar keine Verbindung, ne? Okay, ich muss erst nach oben. Noch weiter nach oben. Dann muss ich hier im Kreis laufen. Da links rum. Kann auch nicht richtig laufen. Hier links rum. Hier runter. Du hast noch gelebt, okay. Hier runter, hier runter, hier runter. Ja. Nam, nam, nam. Hier runter. Hier laufen. Und hier geht es gar nicht wirklich weiter. Das ist nicht schön. Ich habe auch kein Dynamit oder irgendwas anderes. Au, 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 au. Was? Oh, 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 oh. Nein. Das war nicht schön. Und jetzt haben wir 3 von 3 Leben. Das ist absolut nicht schön. Wo ist die Sphäre? Wie jetzt? Oh. Ich habe zwar das Buch jetzt freigeschaltet, aber dadurch ist die Sphäre weg. Wo die Sphäre ist weg, weil ich das Buch freigeschaltet habe und danach gestorben bin. Hm.
Na gut, wir müssen eh wieder in das erste Buch, da ein bisschen farmen. Und nachdem wir gefarmt haben und mindestens wieder 4, 5 Leben haben, dann können wir da hingucken. Na gut, ich mache erstmal einen Cut. Danach springen wir da nochmal rein, grinden uns hoch, springen da und versuchen da weiterzukommen. Also, bis gleich.